Wie viele Menschen braucht man, um eine Tasse Kaffee zu kochen? Für die meisten ist es nur ein kurzer Gang zur Kaffeemaschine. Aber dieses alltägliche Getränk ist das Ergebnis eines weltumspannenden Prozesses, dessen Kosten und Komplexität weitaus größer sind, als man sich vorstellen kann. Alles beginnt an einem fernen Ort wie der kolumbianischen Stadt Pitalito. Hier haben einheimische Bauern die Wälder gerodet, um Kaffee anzupflanzen. Dieses strauchartige Gewächs stammt ursprünglich aus Äthiopien und wird heute in allen äquatorialen Regionen angebaut. An ihm wachsen kleine Beeren, die Kaffeekirschen genannt werden. Da die Früchte am selben Zweig unterschiedlich schnell reifen, werden sie bevorzugt von Hand gepflückt. Aber jeder Betrieb hat seine eigene Methode dafür. In Pitalito schuften die Helfer von morgens bis abends hoch in den Bergen und ernten oft mehr als 25 Kilogramm pro Schicht für sehr geringen Lohn. Die Arbeiter bringen die Ernte in die Nassmühle. Dort werden die Früchte von den Bohnen getrennt und diese nach Dichte sortiert. Die schwersten und geschmacksintensivsten Bohnen sinken auf den Boden, wo sie aufgefangen und bis zu 2 Tage lang in einem Bottich mit Wasser fermentiert werden. Dann waschen die Arbeiter die verbleibenden Fruchtreste ab und legen die Bohnen zum Trocknen aus. In einigen Betrieben geschieht das maschinell, aber in Pitalito werden sie auf großen Gitterrosten ausgelegt. In den nächsten 3 Wochen wendet man die Bohnen regelmäßig mit Haken, damit sie gleichmäßig trocknen. Dann bringt sie ein Lastwagen zu einem nahen Werk mit Spezialmaschinen. Ein Gebläse sortiert die Samen nach Dichte. Verschiedene Siebe filtern sie nach Größe und ein optischer Scanner sortiert sie nach Farbe. Jetzt wählen Fachleute, sogenannte Q-Grader, Bohnenproben aus, die sie rösten und aufbrühen. Beim Cupping bewerten sie Geschmack, Aroma und Mundgefühl des Kaffees, um die Qualität zu bestimmen. Die Experten geben den Bohnen eine Note und bereiten sie für den Versand vor. Arbeiter verladen Jutesäcke mit bis zu 70 Kilogramm getrockneten und sortierten Kaffeebohnen in Stahlcontainer, die bis zu 21 Tonnen Kaffee transportieren können. Von tropischen Häfen aus bringen Frachtschiffe mit einer Besatzung von über 25 Leuten den Kaffee in die ganze Welt. Kein Land importiert mehr Kaffee als die Vereinigten Staaten. Allein in New York City werden täglich Millionen Tassen davon getrunken. Nach der langen Reise von Kolumbien nach New Jersey passieren die Kaffeebohnen den Zoll. Sobald Hafenarbeiter den Container entladen haben, wird der Kaffee mit LKWs zu einem nahegelegenen Lagerhaus und später zu einer Rösterei transportiert. Hier kommen die Bohnen in eine Röstmaschine, die durch ein gasbetriebenes Feuer erhitzt wird. Ein Metallarm durchmischt sie ständig. Sensoren überwachen Feuchtigkeitsgehalt, chemische Stabilität und Temperatur des Kaffees. Geschulte Kaffeetechniker steuern dabei die Maschine während des 12-minütigen Röstzyklus manuell. Durch diesen Prozess wird das Öl in den Bohnen freigesetzt, wodurch sie dunkelbraun und aromatisch werden und sich mahlen und aufkochen lassen. Die gerösteten Bohnen werden dann in 2,25 Kilo Säcke verpackt und an Cafés und Geschäfte in der Stadt geliefert. Jetzt kann man den Kaffee schon fast riechen. Aber ein Schritt fehlt noch. Jedes Kaffeeunternehmen hat einen Chefeinkäufer, der die Bohnen aus der ganzen Welt sorgfältig auswählt. Logistikteams steuern die Lieferrouten für die Bohnen und überall in der Stadt servieren rührige Baristas das koffeinhaltige Elixier an zahlreiche eilige Kunden. Alles in allem sind hunderte Menschen nötig, um den Kaffee an seinen Bestimmungsort zu bringen. Auch diejenigen, die sich um die Instandhaltung der Infrastruktur für den Transport kümmern. Viele davon arbeiten für geringen Lohn unter gefährlichen Bedingungen und einige werden überhaupt nicht bezahlt. Auch wenn wir über das globale Netzwerk hinter dem Kaffee staunen, sollten wir das Endprodukt nicht mehr wertschätzen als die Menschen, die es herstellen. Was ist mit dem anderen Lieblingsgetränk der Welt, Tee? Wo kommt er her und wie wurde er so beliebt? Begib dich mit diesem Video auf die Spuren der langen Geschichte des Tees. Thank you.